Tonis Rad. Tina musste hilflos zusehen, wie der Raumrenner mit Toni davonsauste. Nach einer Sekunde war Toni 500 Meter hoch. Nach zwei Sekunden einen Kilometer. Und nach einer Minute stieg der Raumrenner immer noch. Endlich fand Toni den richtigen Knopf zum Abschalten und der Raumrenner kam zum Stehen. Toni blickte zum ersten Mal nach unten und wunderte sich über den blau-grünen Tennisball, der in der Dunkelheit schimmerte. Aber das war ja gar kein Ball. Es war die Erde. Toni konnte die Umrisse von Afrika und Indien erkennen. Er fühlte sich auf einmal ein bisschen einsam und verloren und fing an, ein klein wenig Angst zu bekommen. Als er so im Weltraum herumschwebte, steckte er die Hände in die Taschen seines Raumanzugs. Aber alles, was er fand, war ein altes Schokoladenpapier. Zu Tonis Erleichterung sah er auf einmal ein Raumschiff durchs All schweben. Es war ganz nahe, aber etwas stimmte nicht mit ihm. Als das Schiff noch näher kam, konnte Toni einen Astronauten sehen, der an einer Rettungsleine hing, mit den Armen ruderte und Toni etwas zurief. Doch er konnte kein Wort verstehen. Dann aber sah er einen silbernen Gegenstand, der sich weiter und weiter vom Raumschiff wegbewegte. Toni startete sofort die Raketen des Raumbrenners. Mit einem mächtigen Satz jagte der Raumrenner davon, dem wirbelnden silbernen Kästchen nach. Toni fing es ein und steckte es sorgfältig in seine Tasche. Dann fuhr er zum Raumschiff. Toni parkte an der Seite des riesigen grauen Raumschiffs und ging durch die Luftschleuse. Die Besatzung jubelte ihm zu. Toni war der Held des Tages. Saubere Arbeit, Junge, sagte der Kapitän. Du hast uns unseren Raumkompass wiedergebracht. Ohne ihn wären wir verloren gewesen. Er wollte sich den Schweiß von der Stirn wischen, vergaß aber, dass er noch immer den Raumhelm trug. Du verdienst eine Belohnung, sagte er zu Toni. Ich möchte nur nach Hause, antwortete Toni. Und das Raumschiff nahm sofort Kurs auf die Erde mit Hilfe des wiedergefundenen Kompasses. Tonis Tennisball kam näher und näher und wurde immer größer. Toni konnte jetzt Europa erkennen, dann sein Heimatland. Und dort glitzerte ein Fluss im Mondlicht, dessen Lauf Toni bekannt vorkam. Er floss durch seine Stadt. Hier wohne ich, rief er. Kann ich aussteigen? Erwartungsvoll schaute er aus dem Fenster. Der Kapitän steckte Toni noch eine Medaille an und brachte das Raumschiff dann genau über Tonis Haus zum Stehen. Stell dich auf die Einstiegsluke, sagte er. Toni setzte seinen Helm auf und stellte sich in Position. Auf einmal gab es ein sausendes Geräusch und er fiel und fiel. Alles drehte sich um ihn. Toni streckte die Arme aus und machte die Augen zu. Als er sie wieder aufmachte, lag er in seinem Bett. Die Sonne schien durchs Fenster. Toni rieb sich die Augen und schaute auf sein Poster. Da ist ja das Bild vom Raumrenner mit Tina. Mein Abenteuer ist also nur ein Traum gewesen, dachte er. Doch da hatte er noch nicht unter das Bett geschaut.